Dr. Herrmann, jetzt geht's Norbert weiter. Herrmann recht aus. Mit was? Norbert Herrmann. Herr Herrmann, das ist schon doppelt alles. Ja, schrecklich, okay. Also ohne Titel. Ohne Doktor, okay. Na klar. Also Herrmann. Was machen wir als nächstes? Das ist wirklich, ich habe was dazu gehört, dass ich hier etwas vorerzählen darf, was man beim Bergabfahren mit Fahrradfahrern beachten sollte. Ja? Die Frage ist, immer fährt man bergab und stellt fest in der großen Gruppe, der Dicke ist immer schneller unten. Ja. Da sagen alle klar, natürlich, ist er dick. Ja. Jetzt komme ich. Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Das ist das Gesetz, was dahinter steht. Ja. Von Newton. Newtonsche Gesetz, ja, das kenne ja, ich. Genau. Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Genau. Die Kraft ist meine Masse. Meine Gewichtskraft. Masse mal, da steckt die Masse drin. Masse, Gewichtsmasse gleich Masse mal Beschleunigung. Kürzen, kürzen, Masse geht raus. Es bleibt eine Gleichung übrig, in der die Masse nicht vorkommt. Nach diesem Gesetz sind beide gleich schnell. Er ist aber schneller, kann man zeigen. Ich zeige es gleich am Beispiel. Wollen wir mal zeigen am Beispiel? Ja, bitte. Dass der Dicke schneller ist. Obwohl, ich habe hier, obwohl nach der Rechnung der Dicke nicht schneller ja, ist. Ja, genau. Aber ich zeige Ihnen gleich die richtige Rechnung. Ah, okay. Ah, ich habe hier zwei Kugeln. Wollen Sie mal prüfen? Das ist ja. Styropor. Das ist Styropor. Sehr leicht. Ganz und bitte vorsichtig, und das vorsichtig. Ist eine schwere? Ja, die ist aus Stein. Ja. Eine richtig schwere. Beide gleich groß. Ja. Damit okay. Sie gleichen Luftwiderstand haben. Ja, ich genau. Stelle die hier auf diese Wand, auf diese Bank und hebe sie an. Und dann will ich sie mal versuchen, gleichzeitig loszulassen. Hoffentlich gelingt mir das, dass die nicht klebt. Ja. Ich hebe sie an und dann fallen die beide runter. Achtung, ja. Fertig, los. Die Dicke war deutlich schneller. Ja, die Dicke war deutlich schneller. Kannst du mal machen? Ja, ich mach's mit nochmal. Was nicht so, ich sag, die halten hoch. Ja, gut. Ich lass los. Achtung. Ja, fertig. Ach, die ist von Anfang an schneller. Deutlich schneller. Deutlich. Ja. Und so. Das ist immer so. Und woran liegt das? Ja, ich habe dir vorhin aufgeschrieben. Bestimmt irgendwas mit kürzen, 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 ne? Oder? Ich muss die... muss die richtige Formel finden. Hier ist die richtige Formel. Ja. Dicke Radfahrer. Dicke Radfahrer. Kann ich machen, kann ich behalten, hänge ich bei Elten ins Büro. Das ist ja eine wunderschöne Formel. Die muss man also genießen. Mathematiker freuen sich an solchen Formeln. Ja. Das ist die Mathematik, so etwas zu entwickeln. Sie sehen hier x von t. Da steht t Quadrat halbe. Das ist die gleichmäßige, beschleunigte Bewegung. Das wird immer schneller, der Kerl. Ja. G, Sinus, Alpha, alles die Winkel, die man fährt. Natürlich. Hier kommt Minus. Ja. Was hindert? Minus verstehe ich noch. Ja, das hindert das schnelle Vorwärtskommen. Und da sehen Sie, die Masse steht im Nenner. Natürlich! Ja, wenn die Masse im Nenner steht, heißt das, eine dickere Masse bringt einen kleineren Term, also weniger abgezogen, der fährt schneller. Ja. Der dünne hat eine kleinere Masse, größeren Term wird mehr abgezogen, also bleibt da hinten zurück. Mhm. Hier steht's drin. Das ist doch schön, eine solche Gleichung Moment, lass ihn mal zu gucken. Interpretieren. Ah ja, okay, das ist richtig. So. In Mathematik war ich immer Elite. Das gebe ich zu. Es ist eigentlich völlig egal, was bei Mathematik rauskommt. Wenn man es so erklärt wie Sie, dann guckt man sich es gerne an. Das sind Ihre Werke hier. Sie haben so ein paar Bücher veröffentlicht. Ja. Zum Beispiel Können Hunde rechnen, heißt eins. Ja, wunderbare Idee. Und? Ja, glauben Sie nicht, das können Sie probieren. Wer einen Hund hat, kann das nachvollziehen. Man geht in einen großen See und wirft, wenn ich hier diesen großen See habe, hier an der Ecke ein Hölzchen da hinten hin. Und der Hund, der ist natürlich drauf aus, holt das. Was macht der Hund? Der Hund springt nicht gleich ins Wasser, der denkt nicht dran. Der rennt erst eine Weile am Ufer und dann springt er rein. Bei einem bestimmten Punkt. Wir haben das getestet, da haben wir Leute gefragt, Rettungsschwimmer. Wir haben Mathematikstudenten gehabt. Da hinten ist ein Kind, das schreit Hilfe, so schnell wie möglich hin. Die sind alle direkt rein und hin. Und das ist falsch. Man läuft nämlich schneller, als man schwimmt. Mhm. Man könnte auf den Gedanken kommen, ich laufe bis hier hinten, bis ich senkrecht bin und dann runter. Ist falsch. Die richtige Antwort, es gibt einen optimalen Punkt und den kann ich ausrechnen. Ist auch eine Formel. Ah, und die Hunde halten den ein. Die Hunde halten den ein? Ja, und die zwar, Hunde und wissen. Zwar instinktiv. Instinktiv. Ja, ich nehme an, alle Hunde, die da hinten die Beute hatten, die die Beute bekommen haben, das waren die klugen Hunde, die den Weg gemacht haben, die haben überlebt, die anderen sind ausgestorben. Ja, okay. Es gibt noch weitere Bücher hier, Mathematik und Gott und die Welt von Ihnen. Und Mathematik ist wirklich überall. Also wer sich für Mathematik interessiert, für den ist das genau das Richtige, glaube ich. Ja. So, haben wir noch irgendwas? Ja, ich habe ein Spielchen mitgebracht. Ja? Wie verhalte ich mich auf dem Weihnachtsmarkt, wenn mein Becher umfällt, weil das Ding so wackelig ist? Okay. Sie kennen das, ich zeige Ihnen das mal hier, so etwas, was ich hier habe. Ich stelle das hin und flupp, fällt das um. Ja, und hier ist bei mir genauso. Ja, ne? Ja. Und ja. Hier oben ja, ist auch, der auch. Und hier oben ist der Deckel drauf, das ist gut, aber auf dem Weihnachtsmarkt ist kein Deckel drauf. Ja. Oh, der Mathematiker. Das Problem der Stabilität des Stehens liegt am Schwerpunkt.
Ah, genau. Ich denke mir, das hier, Mathematik und Natur, wir müssen vereinfachen. Bitte nicht böse sein. Das ist ein Zylinder, ein perfekter Zylinder. Sehen Sie den? Der ist genau da oben abgeschnitten. Ja. Ein Zylinder. Anders geht's nicht. Wenn ich die Wahrheit hier vollständig modellieren wollte, wäre das viel zu kompliziert. Wir müssen vereinfachen. Wichtige Regel. Wenn das Ding voll ein symmetrischer Zylinder ist und der ist voll, wo liegt dann der Schwerpunkt? Genau in der Mitte. Ja. Logisch. Ja. Wenn der ganz leer ist, liegt der Schwerpunkt wieder. Ist auch in der Mitte. Genau in der Mitte. Ja. Aber jetzt komme ich. Ich trinke was ab, der Schwerpunkt sinkt. Dann nach unten. Ich trinke, der sinkt. Der kann nicht immer nur sinken. Denn wenn er unten ist, ist er wieder oben. Ja! Er hat also eine, er hat also eine tiefste Position. Und die kann ich ausrechnen. Da habe ich eine Formel dafür. Schauen Sie das an. Kürzen, 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 kürzen und dann hier. Hier ist die Formel für den tiefsten Schwerpunkt. Die Höhe h ist das, die Masse der leeren Dose. Groß m die Masse der vollen Dose. Die muss ich wiegen vorher. Ja, kein Problem, kann ich mal machen. Mhm. Und die Masse, einfach ausrechnen, das ist die Höhe. 18 cm. Und jetzt kommt der Trick. Diese Formel herzuleiten, das ist Mathematik. Da freue ich mich drüber. Ja. Und wenn ich jetzt sage, hier muss ich 18 cm einsetzen, hier muss ich 513 Gramm einsetzen, hier 13 Gramm, 13 Wurzel ziehen und so weiter. Das ist sture Rechnerei. Die machen Mathematiker nicht. Das machen meine Eleven, meine Studenten. Die müssen das dann ausrechnen. Ja. Und so haben leider sehr viele Menschen in der Schule kennengelernt, dass sie diese Rechnerei machen müssen und haben dahinter das Entwickeln der Formeln nicht gesehen. Und darum ist die Mathematik, glaube ich, einem so schlechten Bild. Verstehe. Wir sind Denker. Also wenn ich bei Ihnen Mathematikunterricht gehabt hätte, ich glaube, ich hätte es verstanden. Ich mach schnell. Ich habe gerechnet. Ach, doch noch was. Wir haben gerechnet, vorher Formel, ne? Ja, Hammann-Formel. Ja, ja. 4 Zentimeter müssen übrig bleiben. Wollen Sie trinken? Nein, danke. Wir können das hier reinkippen, das haben die vorbereitet. Die Requisite, fantastisch. Ich muss erst 4 Zentimeter, nehmen Sie das nicht gar so ernst, ne? Ja. Nicht gar so Zentimeter. Ich wollte ja eigentlich die Firmen fragen, bitten, können Sie nicht vorher diesen Punkt hier bereits angeben, damit ich weiß, wie viel ich trinken muss. Ist doch eine Kleinigkeit, ne? Mhm. Könnte man noch machen, den Hermann-Punkt, ne? Ja, verständlich. Und jetzt zeige ich Ihnen das Spiel. Schauen Sie hier. Die Flasche, die volle Flasche. Ja. Jetzt hebe ich das Tablett an. Ja. Ich mache meinen Finger hin, damit ich es festhalten kann, ja? Ja? Und wir sehen mal zu, welche Flasche eher fällt. Und jetzt, auch die fällt schon. Ja. Und ich hebe weiter. Sieht man hier, dass ich hebe, 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 hebe. Jetzt fällt es erst. Ja. Deutlich später. Diese Flasche ist optimal. So einfach kann es sein. Und das kommt meinem Trinkgefühl unheimlich gut entgegen. Was machen Sie da? Sorry, ich muss am Anfang sehr viel trinken. Ich muss also zweizügig trinken. Beim ersten Mal sehr viel. Und beim zweiten Mal noch einen kleinen Nachschluck. Das ist mein Trinkverhalten, so mache ich das immer. Und ich wusste gar nicht, warum ich das mache, wegen des Schwerpunktes. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Herr Dr. Hermann. Kommen Sie gerne wieder und demonstrieren Sie uns bitte Mathematik an Dingen des Alltags. Ja. Darf ich noch ein ganz kleines Liedchen Ihnen zum Abschied singen? Selbstverständlich. Oh, ich habe gehört, dass Sie eine Gitarre haben. Ja, nehmen Sie ruhig die Gitarre. Geht die? Ja, hier, setzen Sie sich auf den Tisch. Heute ist aber der Tag der unabgesprochenen Musik. Das finde ich gut, ja. Bitte. Geht's los. Das ist ein Lied natürlich für die Sendung wie passend, denke ich mir. Es ist nach Mitternacht jetzt, ne? Hoffe ich. Und damit haben die Leute, ein Problem. Ne? Frau Wirtin. Ein Vers von Frau Wirtin. Darf ich? Ja? Ein Vers von Frau Wirtin. Ja, 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 ja. Nee, kenne ich nicht, aber. Frau Wirtin hat auch einen Kantor. Einen Kantor, einen Sänger. Der hat ein Ding wie ein Ofenrohr. Da kam ihm der Gedanke, er strich es weißrot, weißrot an und ging zur Bahn als Schranke. Und ging zur Bahn als Schranke. Ja, also schöner kann man die Sendung nicht beenden, meine Damen und Herren. Dr. Hermann, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Hermann, meine Damen und Herren.